Willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, und in der letzten Folge sind wir ja hier in Amerika angekommen, nach 72 Tagen auf See. Das war wirklich eine sehr lange Zeit. Und jetzt haben wir hier schon einen neuen Freund gefunden, und zwar Charles Lee, der uns im Moment gerade Pferde holen will. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Gemischtwarenladen. Wer bei mir kauft, kann sicher sein, dass er was für sein Geld kriegt. Köstliche Brasse, 4 das halbe Dutz. Rennen wir mal ein bisschen. Sonst dauert das ja hier Ewigkeiten, bis man hier durch Boston kommt. Wir befinden uns nämlich gerade hier in Boston. So, also wie schon mal in der... Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner, und obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach, der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Johann Gerber. Nun, das war interessant. Benjamin Franklin. Das ist doch der Typ, der einen Schlüssel an dem Drachen gebunden hat. Und dann bei Gewitter hat steigen lassen. Und wie gesagt, das mit diesen Almanach-Seiten, das ist so eine kleine Nebenmission. Die fliegen dann ab und zu mal hier oben hin. Lang, und man muss hinterher spacken und sich so ein Ding da schnappen. Das dauert eine Weile, bis man die hat, und ist auch sehr schwierig. So, jetzt aber dennoch wollte ich erstmal gerne in diesen Laden gehen. Auseinandersetzungen zwischen Briten und Franzosen im Grenzland zu einem formellen Krieg führen könnten. Wie jetzt? Ich wollte doch... Mein Gott, dann wollte ich halt zum Seitenangang rein. Treffen sich am Freitag bei Sonnenuntergang in der ein Schwert und eine Pistole kaufen. Ja, stimmt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben wir noch gar nicht dabei. Und ich sehe schon, das Geld, das wird lange nicht mehr bei uns bleiben. Zum Geschäftlichen. Genau. So, kaufen wir mal einen Gegenstand. Und zwar eine normale Waffe. Ein normales Schwert für 700 Pfund. Und dann hätte ich gerne nochmal eine Feuerwaffe. Für 2000 Pfund. Steinschlosspistole. Haben wir vielleicht noch was mal verkaufen können? Nein, haben wir natürlich nicht. So, Charles Lee auf einem Pferd zum Green Dragon folgen. Die Mohawk-Indianer haben wohlwollend auf die Bemühungen, den Streit zwischen unseren beiden Völkern beizulegen, reagiert. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch, doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen.
Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Bam, bam, bam. Kann man ja eigentlich auch richtig... Oh, sehr schön. Red Dragon. Green Dragon. Entschuldigung. Da ist er. Willkommen in Boston. Neue E-Mail erreicht. Wilde erhalten. E-Mail. Ach, jetzt ist die Waffe im Geschäft verfügbar. Gehen wir mal hinein. Ein Gefallen. Du Lügner! Betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Charles Lee folgen. Nett haben sie es hier, aber hier ist ja nicht gerade viel los. William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Ich glaube, in Charles haben wir einen treuen Gefolgsmann gefunden. Kommt er nicht mit? Können wir nochmal mit dem reden? Vielleicht können wir noch ein bisschen mit dem reden. Mit dem Sir William Johnson. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall. Und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Genau, auf baldigen Erfolg. So,
Was ist jetzt eigentlich unsere Mission? Erstmal aus dem Laden rausgehen ist, glaube ich, das Beste, was wir jetzt hier machen können. Ist wahrscheinlich hier gerade so um die Morgenszeit und da ist ja noch nicht so viel los. Wie am Abend. Wo sind wir denn jetzt? Unser Kontaktmann. Johnsons Botengang. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Guter Plan, aber ob das sich auch so umsetzen lässt, ist natürlich die Frage. Drücke Q, um zu schießen. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder hier hochkommen. Ab durch die Bougenie. Seltener mit Feuerwaffen. Verschwindet, bevor wir wütend werden. Und lasst die Action beginnen. Okay. Cool. Oder? Was muss ich jetzt machen? Oder ich nehme hier einfach mal eine neue Waffe. Die müsste doch eigentlich... sein. Müsste doch eigentlich gut nachgeladen sein. Na? Na gut. So, trotzdem würde ich jetzt erstmal gerne herausfinden, wie man hier... So viel zum Überraschungsmoment. Verstärkung! Zack! Na, kommt der. Komm schon! Zack. Bam. Tschüss, Freundchen. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Naja, das war ja ein bisschen sehr unrealistisch. Wenn er kaum davor gestanden hätte, dann wäre es ja vielleicht gegangen, ne? Aber so. Wir waren wohl doch nicht so sicher da drin.
erstmal plündern hier. Das ist erstmal hier das Wichtigste, das A und O. Die Leute plündern. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, ja. Ja, Meister. Trotzdem, sagte er und plündert selber die Leichen. Aber man weiß ja nie, was da noch passiert, ob wir hier schnellstmöglich verschwinden müssen. Deswegen plündere ich die lieber jetzt schon. Na gut. Objekt aufheben. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Ich sehe ihn! Zack. Bam. Nein, ich will plündern. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam! Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Dann mal zurück. Das war doch eine lustige Sache hier. Lustige Aktion. Wir sind nicht gestorben, haben gut gekämpft. Vorsicht, die Herren. Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Er hatte eigentlich recht, bloß wenn die sich zu weit entfernen, dann ist die Mission gescheitert. Na, ich trau dem Frieden nicht so ganz. Ach du Scheiße. Na. Ja. Ach, der lebt ja auch noch. Na, das Nachladen dauert immer etwas länger hier. Hoffentlich ist der Inhalt der Kiste das auch wert. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint.
Kühe. Headshot, komm! Headshot, los! Keine Munition mehr oder was? Ach, zu weit weg. Glaube ich. Ab in den Busch und die sehen dich nicht. Na komm. Ich verstehe nicht, dass sie nicht auf die Typen schießen, die auch die Waffen haben, sondern auf meine Leute hier. Ach Mann, ey. Dieses Nachladen. Und tschüss. Meine Güte. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Das war dann wohl der letzte. Meine Fresse, so geht das doch viel schneller, ey. So, wo müssen wir hin? Go, Leute! Oi! Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. So, das war eine etwas längere Folge. Und deswegen würde ich jetzt sagen, beende ich mal kurz hier an dieser Stelle die Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Assassin's Creed 3.